Wir haben den Auftrag, den Fluss hinaufzulaufen, richtig? Das war das, was ihr empfohlen hat gerade, dass es da wohl weitergeht. Schauen wir nochmal beim Blacksmith. Den haben wir gelöst, nicht wahr? Achso, da können wir jetzt alles nochmal abrufen. Im Pub und in Bells Workshop müssen wir noch jeweils Einiges machen, Hinweise ne? finden für den Projektor. Aber vielleicht braucht man dafür auch Gegenstände, die wir erst später im Spiel bekommen. Das ist Wir alles werden noch nicht so sehen. ganz klar. Ganz am Anfang in der Mine haben wir auch nicht alles gelöst. Da war auch noch ein Projektor, oder? Den wir nicht. Da war nur einer und den haben wir gelöst. Echt? Ja, Den der war auch auf genau. der Karte angezeigt. Das war der mit dem Parfüm. Wie haben wir den denn repariert nochmal? Was haben wir denn da gemacht? Wir haben das Buch an die korrekte Position gelegt. Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? War das Ja, hier hier? hinten lang, ja, genau. Hier so? Ne, hier. Da unten Doch, lang. Nee, den nee, Pott unten. doch. Stopp, Hier. stopp, stopp, unten. Rechts, jetzt Ach, rechts hier, runter. ja, okay. Da war doch hinter der Schutztür dieses eine Das ist das Handbuch Manual. versteckt und das habe ich auf den Ah, Platz das gelegt war und das. dann Okay. verbaute sich der Projektor zusammen. Da warst du nur gerade in so eine Story vertieft. Ja, wir haben es doch schon gefunden. Ist auch ein Spiel, das möchte ich, wenn die Oculus da ist, die neue, gerne nochmal spielen. Da freue ich mich ja mit am meisten drauf, durch Hast du solche. die selber bestellt oder kriegen wir die ins Büro? Ich habe die vom Verlag aus bestellt Ah, und die okay, kommt ins cool. Büro. Und das ist dann Ah, die siehst du neue, ist mal. das irgendeine neue Version oder Das was? ist jetzt die DK2, Developer Kit 2, das ist quasi die HD-Version, die aber auch schon das Head-Tracking hat. Ah. Also, dass ich, wenn ich meinen Kopf bewege, dass das System das auch registriert und ich quasi, wenn ich mit dem Kopf nahe an den Bildschirm hingehe oder näher irgendwo hingehe, dass auch das System dann kapiert, dass ich da näher Da bin ich aber echt mal rangehe. gespannt. Ja. Ich habe auf der Gamescom damals die HD-Version ja probiert. Das war aber noch nicht die Version. Also, das Nee, war es war eine irgendeine andere, hochauflösende, aber es war halt aber. eine HD-Version Ja. halt, was auch schon ziemlich cool war. Da habe ich ja dieses Hawken gespielt. Ja, ich habe die leider noch nicht ausprobiert, Das aber ich Mac freue mich schon Free to total Play. drauf. Das sah echt cool aus. Das hat Spaß gemacht. Painter's Journal Teil 10. Dr. Edmonds has asked me to write in here during my therapy sessions and not at home because I haven't been filling out my book when I am on my own. I told her I did not want to do it anymore, but she insisted that I do because it will help me remember things. I just want to paint and I don't want to write. Colors make it clearer. They make everything clearer for me. Today I'm going to paint the view from out of this window. Then Dr. Edmonds says Jim is going to come and pick me up and take me back to the care home. Thomas. Aha. Nee, weil auch beispielsweise bei The Witness, dieses neue Spiel von dem Braid-Macher, das hat ja auch so eine total schöne, bunte, stilisierte Grafik. Ich will Also jetzt nicht sagen abstrakt ein bisschen, Comic-Grafik, ja. und das kommt eben auch für Project Morpheus in dem Fall. Und da freue ich mich ja total drauf, dass man auch in so ein bisschen bizarreren, bunteren, cartoonigeren Welten dann einfach mal rumlaufen kann und so. Das ist noch fast noch geiler als in so realistischen. Mal sehen. Teil 3. Bisschen durcheinander alles hier. Ja. In today's workshop, we were asked to paint using a personal life experience as inspiration. I struggled to think of anything at first, as I wanted to think about my time in America, but my thoughts kept coming back to Pinwheel. Eventually, I gave up and decided to draw upon an event that happened here in the 1960s, something that was traumatic for me and for the rest of the village. The mines, from memory, were dark and claustrophobic, and the man trapped down there, helpless as the water came through the cavern wall. I wish I could remember all of the names, and I hope that today's painting did them all justice. My teacher said it was very good, but a little too dark for her. Ja, in Also. dieser Therapiesession sollten sie halt Bilder malen. Da fiel erst lange nichts ein. Sie haben versucht, irgendwie über die Zeit in Amerika was zu malen. Aber die Gedanken sind immer wieder an dieses Pinwheel, zu dem Ort zurückgekehrt und zu dieser Explosion, die wir ja gelesen haben in der Mine. Und sie hat da wohl ziemliche persönliche Bezüge zu diesem Der Unglück einen in der Person, Mine. die sie kannte, war doch wohl in der Mine, hat sie ja ganz am Anfang erfahren. Ja. Aber da war es ja noch Devlin Mine und jetzt ist es aber Ja. die andere Mine. Oder Die ist es die Explosion, gleiche? die bin ich auch nicht ganz sicher, wie das genau verbunden ist. Was wir vorhin gelesen haben, war über diese Crimcliff Mine. Mhm. Und wo wir als erstes waren, waren diese Devlin Mine. Ich weiß aber nicht genau, wie das zusammenhängt. Ehrlich gesagt, ob es die gleiche ist, dass zwei verschiedene sind. Ich hätte erst gedacht, es sind zwei verschiedene, aber so ganz sicher bin ich doch noch nicht. Ich kann hier gar nichts machen. Was ist denn das da? Das ist nur so ein Kabel, was darüber geht, okay. Ja. Da reingeht. Und hier ist aber verschüttet, also da kann ich auch nichts aufmachen. Merkwürdig. Sieht das nach Schraubenschlüssel aus? Nee, ne? Komisch. Nee. Muss ich denn jetzt hin? Ich muss umgucken hier noch. Da war ich nichts mehr. Hier war das eine Buch. Hier geht es einen Fluss lang hoch. Kommen wir da rein ins Wasser hier, ne?
Wieder da hochlaufen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, doch, siehst du mal. Komisch. Hübsch. Ja. Ja, und aber auch ein bisschen unheimlich hier. Pinwheel Industrial, aha, nächster Abschnitt. Ach guck, das haben wir auch schon auf der Tür gesehen. Ach, kommen wir nicht hin, oder was? Ja, doch. Doch, ui. Aha, lädt er nochmal. Ach schade, jetzt haben wir wieder so eine Fabrikumgebung. We can use older memories as a seed to help rebuild and validate our patient's life story. The artifact should also help us to avoid another relapse, whilst allowing us to target the amyloid plaques that cause our patient's brain cells to die in the first place. Bisschen gruseliger hier gerade schon. Ja. Mit der Musik. Und die Umgebung hat ja sehr was von Amnesia jetzt, ja, mit den, ja, Maschinen und so. Also nicht, dass jetzt ich hier was erwarte, aber es war schon so ein bisschen unheimlich. Ja. Ach, und ich dachte, das ist nur in diesem netten Fischerdorf, weil das sind jetzt hier schon wieder in so einer komischen, fiesen Fabrik, wo sonst was los sein kann. Ich freue mich total auf die Amnesia Custom Stories, ja, die wir auch mal spielen wollen. Da sollten wir echt mal wieder einmachen. Da sind halt auch ein paar richtig gute dabei sein. Vielleicht richtig Lust drauf. Will ich mir sonst mal ein paar schöne raussuchen. Aber was mit Rain fällt mir spontan ein, hatte ich auch schon mal gefunden. Will ich bei gegebener Zeit einfach nochmal eine Umfrage auf Facebook auch machen, ja, was die Leute so empfehlen. Aber da soll es einige sehr gute geben. Aha, 10 von 12. So ein Horn oder so, was man da aktiviert, ne? Hm. Ja, mitnehmen. Er nimmt den Hammer. Did you see that? What? What did I miss? Arsen. Und nicht zu knapp. Marie P. und ein Code-Schloss. 1513 war es, oder was war es? Also eins war 0911, aber das war, glaube ich, nicht von hier, oder? Nee, es war von der Elaine. Ja, es war. Nee. Ein zweiter muss noch. Das war von der Elaine, das 9-11. War nicht 9-11? Nee, das war der Code für die Time Capsule. Ach so, machen wir 1513. War es 1513? Mach das mal. Ah. Sehr geschickt. Nee. Wir hatten noch eine andere gefunden. Arsenic House Pressure Relocation. Merkt ihr das mal? 100, 100, 300, 200, 200. Lässt sich leicht merken, oder? Ja. Das schaffen wir. Ah, hier ist der Projekt. Das waren die Tür, Marie. Bekomme ich auf 15, 13? Das ist entweder, denke ich, an was anderes oder... Das wird aber rätselmäßig schon. Finde ich aber gut. Schau mal. Ich finde den Sound geil. Das. Hier ist eine Uhr. Die Uhr. Die darf in keinem Let's Play fehlen. Die Uhr. Die Uhr. Total falsch. Set Grinder to 5 revolutions per hour for optimum export quality. Aha. Na dann. Hier wird das alles verrührt. Die Arsensuppe, was gibt's hier? Harvey of Hell, ach, ist wieder so ein. Kann ich nichts machen gerade? Latschen wir da mal rein. Hm. Okay, hier sind einige Rätsel, wie es aussieht. Bin jetzt schon vollkommen überfordert. Zu Recht. Pinwheel Export. Zieh mal ein paar Hebel. Passiert gar nichts. Wen wundert's?
Darf ich Knöpfe drücken? Seenhaus. Mühlenmanagement. Das sind, glaube ich, keine Knöpfe, sondern so Kontrolllämpchen. Das kann auch sein. 12 von 12. Okay. Wow. Ist abgefahren hier. Well, I must say, I'd hoped this case would have been solved by now. I know, I should take some of the responsibility. But I have given you every resource imaginable to complete this restoration. Just remember that all of this funding is lost if you don't do your job effectively and find that artifact. Ranzoom mit rechter Maustaste. What the mind thinks the heart transmits. So, 1944. Mind, heart. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Der Spruch steht schon im Case auch. Lass mich den mal anschauen. 1944 ist genau das gleiche, aber Mind und Heart leuchtete da. Da kann ich jetzt aber nichts machen, oder? Bin ich sehr gespannt. Ach, schau mal. Aha. Ich dachte, es wäre jetzt hier noch was und da noch was und da noch was. Aber es auch ist ein bisschen. Es gibt ja vier große Gebiete anscheinend. Ja. Projector restored. Null. Null. Ja, wie sagt man es beim Fußball dann immer? Null. Ich kenne mich nicht so aus. Ich war einmal im Stadion beim Fußball. Das solltest du öfter machen. Das ist ein tolles Erlebnis jedes Mal. Okay. War ganz nett. Wer hat denn gespielt? Irgendjemand gegen Werder Bremen. Irgendjemand? Ja, das habe ich mir jetzt nicht so gesagt. War das, als Bremen noch top war? Ja. Also. Mit der Ailton und so. Mit der Ailton waren die echt gut. Der war Torschützenkönig. Ich verstehe dann bis heute nicht, wie es dazu kam, aber gut. Der ist super. Ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass ich den immer noch bei GameCube haben möchte als Gast mal. Bin auch der Meinung, so teuer kann er nicht mehr sein. Das ist richtig, ja. Das sollte es uns wert sein. Shipment Advice, Pinwheel, Mindscaped Alive und so weiter. Aha. Von da in die USA. Geschippt und hier Richtung Mittleren Westen. Mein Gott, hier gibt es eine ganze Menge. Das wäre das richtige Let's Play für den. Für Ailton? Ja. FIFA? Nein, das wäre eigentlich albern. Oder irgendwas mit irgendeinem Dicken. Weiß nicht, so eine Interviewsituation braucht man halt, wie man nach dem Spiel ihn dann Sachen gefragt hat. Pinwheel Post von 1961. Brimcliff Mine passes into new hands. Struggling company, the Brimcliff Mining Cooperative has agreed to be bought by a competitor for £1.3 million. Brimcliff stated that their competitor, the Cornish Mining Company, has offered to buy the troubled company. With the buyout, full acquisition of all investments and assets has been transferred to the new owners, which includes the struggling Brimcliff Tin Mine. Brimcliff Mine has been active for over 100 years, yet under financial pressure, the local tin mining company struggled to keep up costs for continuous expansion. With little tin being yielded and growing overhead costs, a buyout was inevitable. Was wir am Anfang schon mal gelesen haben, diesen Brief, dass anscheinend die Zinnmine nicht so gut lief und deswegen wurde die ja jetzt aufgekauft von dem Konkurrenten. Guck dir das nochmal genauer an, das Rad da. Da muss man auch eine Art von Code angeben. Wir haben noch was mit 04. Wir haben doch die Notizen irgendwo. Das muss doch eigentlich, wenn unser Case hier korrekt mitnotiert, dann müssten wir das doch unten am Board finden. Guck dir das doch mal an. Jetzt haben wir schon zwei. Wir haben einmal die Tür von Marie irgendwas und hier auch noch ein. Guck. Was ist das? 0427, das war. Aha. Das war in einem Sicherungskasten. Richtig, ja. Aber mehr haben wir nicht. Wo ist denn die Nachricht von Marie, wo die es erzählt hat mit 0911 und irgendwas auch mit 1513 oder irgendwas? Ach, oh, shit. Müssen wir in den alten Displays nochmal nachschauen. Gib das doch mal ein. Ja, mein Gott. 04. 30. Ja, Glückwunsch. Nee. Puh. Vielleicht müssen wir anders irgendwie Hinweise hier finden. Irgendwie einen Text. 380 Faden. Nee, was? Faden oder was? Nee. Fathoms. Das sind, glaube ich, Faden. Ja, doch. Aber misst man Minen auch in Fadentiefe? Anscheinend.
Ich bin ja immer noch dafür, dass wir mal diesen Rätselraum machen, in dem Michi schon mal war für High Five. Ach, das Ding. In München. Auf jeden Fall. Das ist Breakout-Ding, aber da brauchen wir irgendjemanden mit einer Kamera. Beziehungsweise man darf es ja nicht verraten, was da alles passiert. Na sicher. Macht doch irgendwelchen Quatsch. Schon jetzt schon voll die Orientierung verloren hier. Oh, das ist das. Genau. C7. Ah, Scenic House. Da haben wir ja das eine schon gefunden. Und ja. Da waren es 100. Würde ich sagen, wir können es in der nächsten Folge mal richtig einstellen. 100. Was für ein Cliffhanger. 300, 200, 200. Ja, und dann? Dann drehe ich hier am Rad, aber erst in der nächsten Folge. Das ist ja spannend, Daniel. Wahnsinn. Also, bis dann.